Nun, ich denke, der Konvoi reist wahrscheinlich nur so schnell wie ihr schnellstes Schiff oder langsamstes Schiff und das wird wahrscheinlich die Plagenbringer sein. Habe ich eine Ahnung, wie schnell diese Ding ist? Hast du nicht. Und sie hat sich verändert. Du hast gesehen, dass sie viel gewaltiger geworden ist. Die Pyramide obendrauf ist neu und das Auge auch. Gut, dann würde ich erstmal grob ansetzen, wie schnell damals unsere eigene Arche war und probieren, das in Relation zur Größe zu setzen. Also aber du weißt, die Plagenbringer muss langsamer sein als unsere eigene. Viel, viel ja, langsamer, weil sie ja, nicht mehr auf ihren eigenen Beinen ist. Also, du kannst mir mal eine saftige Rechnenprobe geben. Okay. Geografie hattest du mir eben schon gewürfelt, da kriegst du kein Sternchen weiter raus. Aber eine Rechnenprobe. Erschwert oben? Ich erschwere sie nicht, aber ich will viele Punkte haben. Kommt es nicht auf selber raus? Im Prinzip, ja, wegen der Erschwernis, ne? Also, das Problem ist, du musst wissen, du musst eben über verschiedene Punkte ansteuern. Du weißt, dass deine Arche bis zu 20 Meilen pro Stunde sprinten konnte übers Wasser. Das war halt schon im Prinzip doppelt, genau, das war halt doppelt so schnell wie jedes normale Schiff normalerweise. Ich gehe davon aus, dass sie nicht sprintet, sondern normale Schiffsbewegung durchführt. Also und das probieren runterzurechnen auf ihre Größe in Bezug auf unsere damalige Größe, also die ist langsamer in dem Fall. Ja. Also wenn du genau auf die auf diese Kugel von Serpentilio starrst, je länger du zählst ein bisschen ab, nimmst auch deine Uhr, die du von Leonardo hast. Und wenn du dann so ein bisschen die Bewegung analysiert hast, dann kommst du ganz grob auf, ja, was sind das? 2, 3, vielleicht 4 Meilen pro Stunde. Das ist sehr, sehr langsam. Du gehst davon aus, dass sollte sie diese Geschwindigkeit beibehalten, dann ist sie ganz pünktlich zu den namenlosen Tagen in Salem. Nun, rechnen einmal mit, nun ja, 4 Seemeilen pro Stunde. Und können wir ihr ausweichen an der Nordküste Maraskans? Wenn sie so langsam ist, können wir ihr auf jeden Fall ausweichen. Aber die Plagenbringer hat ja gewisse Verteidigungs- und Angriffsmechanismen, die uns auch erreichen können, wenn wir ihr gar nicht nahe kommen. Nun ja, solange wir nicht in ihrem Donskreis sich bewegen. Aber unser größtes Problem wäre, dass, wenn wir bemerkt werden, eine weitere Arche sich abspaltet und uns jagt, oder? Aber was denkt ihr, ist ihr Ziel? Ilsur liegt nicht gerade, nun ja, auf dem direkten Weg. Sie haben sich eigens die Mühe gemacht, von Norden her kommend nach Ilsur zu fahren, um es zu zerstören. Wenn sie sich mit jeder Stadt so lange aufhalten? Nach meinen Einschätzungen könnte sie zu den namenlosen Tagen in Salem sein, etwa. Um etwas mal die Größenordnung ihrer Geschwindigkeit einzuschätzen. Haltet ihr das für plausibel? Ich weiß nicht, wohin sie will. Ich kann nur Mutmaßung anstellen und ihren Radius bestimmen. Nun, ein erstes naheliegendes Ziel wäre sicher der Strudel vor Rulat, oder? Bis dahin haben sie nicht weit. Es ist allerdings auch die Frage, was Hafax von der Sache hält, denn sie werden auch an Medea vorbeikommen. Es ist die Frage, wollen wir uns eher jetzt schon zum Kampf stellen oder wollen wir sie ins Perlmeer ausweichen oder in den Golf von Perikum? Wir können uns ihr nicht stellen. Nicht, wenn sie auch noch... Ihr habt gesagt, sie ist noch größer geworden. Was war dieses Auge? Ah, ich sehe, ihr seid genauso ratlos wie ich. Uns ist klar, dass wir uns hier momentan nicht stellen können. Unsere Schiffe sind noch nicht mal hier oben im Norden. Und auch selbst wenn sie es wären, ich fasse es nicht, dass ich das sage, aber wir brauchen sicher diese 30 Piraten-Talucken, die wir von Dagon Lolana zugesichert bekommen haben, um überhaupt eine reelle Chance zu haben. Nun, es ist auf jeden Fall kein Geheimnis mehr. Nach der Zerstörung von Nersand, dass sie kommen. Die Städte werden sich, so gut sie eben können, verteidigen.
Aber je länger wir warten, desto mehr Städte wird es treffen. Ich hoffe, dass wir diese Angelegenheit in Aranien so schnell wie möglich abschließen können. Dass wir dort eine sichere Basis haben. Und nun, ich denke, wir können an dem Konvoi vorbei und nach Valusa. Aber wie lange wird das dauern? Fragender Blick zu Kapok. Wohin wollte man? Valusa, haltet ihr es für plausibel, dass wir den Konvoi umgehen, nach Valusa segeln und nun ja, ihn noch rechtzeitig erreichen, um irgendetwas auszurichten? Ganz sicher, Mann. Mit unserer Geschwindigkeit brauchen wir einige Tage, Mann. Nicht Monate, Mann. Also die Plagenbringer bewegt sich mit, wie viel sagtet ihr, 4 Knoten am Tag? 4 Meilen pro Stunde. Oh, pro Stunde. Und wie schnell sind wir? Deutlich schneller. Vor dem Wind, ich weiß nicht, glaube ich, 20 Meilen oder so die Richtung? Nein, also nicht? Maximal 15, so durchschnittlich 12. Aber wenn ihr jetzt auch viele Matrosen habt, dann könnt ihr immer ein bisschen mehr rauskitzeln. Wir haben 11. Vor dem Wind. Ja, aber bei gutem Wind. Machen wir 15. Nun, das ist in jedem Fall sehr viel schneller. Solange wir ihr nicht zu nahe kommen. Sagt mir doch, Abelmir, wenn, nehmen wir einmal an, sie wahrhaftig zu den namenlosen Tagen in Selem sein will, wie viel Spielraum hat sie dann noch mit der Zeit? Wie viel Zeit hat sie, um in irgendwelchen Häfen zu sitzen und Schindluder zu treiben? Nun, wie gesagt, sie bewegt sich 4 Meilen. Ich weiß nicht, was sie dort unten will. Wir können nur Vermutungen anstellen. Wenn sie Selem zerstören will, wird ihr das ohne Zweifel gelingen. Das war nicht die Frage, die ich hatte. Mir ging es eher darum, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es, dass sie sich auf dem Weg noch Zeit nimmt, um zum Beispiel in den Golf von Perikum einzulaufen. Nun, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Ich wüsste auf, nicht, was sie dort wollte. Auf direktem Weg sind es 1800 Meilen, Mann. Jeder Umweg, den sie macht, nun ja, dadurch verliert sie Zeit. Und die kann sie nicht wieder aufholen. Nun, wenn wir es für unwahrscheinlich halten, Capitania, dann könnte es sich tatsächlich lohnen, das Schiff während unseres Aufenthalts in Aranien in Zargan unterzubringen, das öffentlich und augenscheinlich sicher ist dann vor solchen Übergriffen. Auf offener See werden wir keine Probleme haben, Mann. Nicht mit einem so großen, so langsamen Schiff, Mann. Problematisch ist immer nur, wenn du einen Hafen hast, Mann. Weil Hafen kann nicht ausweichen. Hafen kann nicht gehen, Mann. Oder laufen, Mann. Hafen ist fest. Wenn wir sicher wüssten, dass wirklich der Selem-Grund ihr Ziel ist, dann könnte es schon genug sein, sie lange genug aufzuhalten. Dass sie ihr Ziel nicht pünktlich erreichen. Versteht ihr? Mit welchen Mitteln wollt ihr diesen Konvoi denn aufhalten? So weit war ich noch nicht, aber nur so ein Gedanke. Nein. Naja, also ich befürchte auch, die Plagenbringer aufzuhalten liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Wie lange ist es denn noch hin bis zu den namenlosen Tagen? Ein halbes Jahr, sechs, Mann. 6 Monate. Wir haben jetzt Mitte, Ende Hesinde, Mann. Übrigens, hier ist Kuntium und da ist Elbodum. Das sind 323 Meilen, Mann. Naja, wenn wir nochmal was in Selem wollen, sollten wir davor da sein. Ja. Yeah. Auf jeden Mit Fall. Unserer Geschwindigkeit brauchen wir 26, 27 Stunden, Mann. Also etwas mehr als einen Tag, Mann. Nun, ich denke, was er damit sagen will, ist, wir haben genug Geschwindigkeit, um
der Plaggenbringer mehrfach auszuweichen und vor ihr in Sedan zu sein, sollte sich die Notwendigkeit begeben. Ich denke auch. Außer ich glaube, Kapitän, ja, es sind eure rechte und eure linke Hand mehr als in der Lage, alternative Transportmöglichkeiten zu erörtern. Nun gut. Ich glaube, es ist zu früh, um nach Süden zu fahren. In Anbetracht dessen, wie langsam sich die Plagenbringer fortbewegt, sollten wir erst versuchen, unsere Angelegenheiten im Norden zu klären. Und je nachdem, wie unsere Möglichkeiten sind, sie frühestmöglich abzufangen. Aber wenn uns das nicht möglich ist, nun, dann müssen wir sie im Seelengrund erwarten. Vielleicht sollte sich jeder einmal die Frage stellen, was sie dort unten will. Ich glaube, das finden wir heraus, wenn er selbst in Seelen. Nun, es schadet niemals, vorher darüber nachzudenken, was der Feind vorhat, nicht wahr? Nun, fangen wir doch mit der Frage an, was sie in Nirsand wollte. Das Heiligtum zerstören, oder? Nun, wenn wir den Berichten dieser Helden aus dem Bornland nun ja glauben, dann ist es wahrscheinlich wohl erfolgreich. Nun, angeblich ist der Selemgrund weil vor vielen tausend Jahren der sogenannte Stern von Selem dorthin auffiel. Wenn man weiteren Gerüchten glaubt, handelt es sich bei diesem um einen massiven Brocken aus Krakensilber. Nun, was sie in Nersand wollten, ist klar. Daraus sie würde haben folgen, dort den Landverschlinger befreit. Das würde folgen, dass sie vielleicht... Der unten auf dem Grund des Näher lag. Und, weiß nicht, könnte dieses Auge etwas mit ihm zu tun haben? Ganz schlechtes Karma, Mann. Ich schlage vor, dass jeder in sich geht und nun ja über diese Frage vielleicht einmal nachdenkt. Vielleicht fragt ihr nun ja eure Götter. Vielleicht geben sie euch einen Hinweis, einen Fingerzeig. Eine Vision vielleicht. Nun, wir haben verschiedene Textquellen gesammelt bisher. Wir sollten auch Nethia noch einmal nach den Delfinen-Manuskripten fragen. Denn mit diesem Vorschlag ist sie ursprünglich zu unserer Mannschaft gestoßen. Sie meinte, sie könnte dieses Wissen mit uns teilen. Nun, sicher doch. Warum nicht? So oder so erscheint mir dies eine müßige Überlegung, wenn wir das Effertor noch nicht haben. Wir sollten also vermutlich am gesetzten Kurs festhalten, Kapitania. Wie gesagt, ich hoffe, die Angelegenheiten in Aranien möglichst schnell abschließen zu können. Denn ich kann mich nicht auf die Bedrohung durch die Plagenbringer konzentrieren, wenn ich weiß, dass die Miuna immer noch irgendwo dort draußen ist. Aber das können wir auf der Reise besprechen. Wenn also niemand mehr etwas in Kunchom zu erledigen hat, dann sollten wir ablegen. Ja. Ja, wir sollten vielleicht auf dem Weg nichtsdestotrotz ein oder zwei Augen auf der Golfmorgen-Tarantel haben. Nur falls sich eine Möglichkeit ergibt. Habt ihr die Möglichkeit, da diese Sichten oder Visionen ein, zwei öfter zu haben? Unter gewissen Voraussetzungen, ja. Großartig. Kurs ist gesetzt, Mann. Ich kann mit Silam sprechen und er lässt dann sofort Segel setzen, Mann. Wenn ihr wollt, Mann. Frau, Mann. Gut. Wir segeln in Richtung Elburum, aber ich möchte, dass ihr Bescheid gebt, sobald wir, ja, einige Stunden bis einen halben Tag vor der Stadt sind. Denn wir wollen vermutlich nicht in den Hafen einlaufen. Aber ich wollte auch noch einmal mit Melek sprechen. Eventuell machen wir auch noch einen Stopp in Terilyabad. Terilyabad im Sinne von Terilyabad? Im Sinne von Terilion? Von Terilyabad? Nun, das ist mein Gedanke. Und da immerhin unsere Matrosen von da kommen, hatte ich die Hoffnung, dass irgendjemand vielleicht irgendetwas wissen könnte.
Der gute Yasafar war ja auch der Meinung, dass dies unsere beste Anlaufstelle sein könnte. Gut, Kapok, dann plant erstmal einen Stopp in Terilyabad. Das kann ich so machen, Mann. Wie ich bereits sagte, 26 Stunden mit vollem Segel nach Elbrum, Mann. Also etwas mehr als einen Tag, Mann. Sehr schön. Ich denke, es spielt keine Rolle, zu welcher Tageszeit wir aufbrechen, oder? Wir können sofort lossegeln, Mann. Meine Dinge wären ebenfalls gepackt, was das angeht. Gut, dann werde ich mich um diese Sache kümmern. Und Zulamin steht auf. Die Offiziersbesprechung ist damit beendet. Wir besprechen uns noch einmal, wenn wir auf See sind, wegen der Details bezüglich Elborum. Sicher doch. Nein. Ich werde mich dann noch einmal mit Lahalkasch auseinandersetzen, was die Arbeiten am Schiffsrumpf angeht. Aber beim Hinausgehen legt Diamantas Serpentilio noch meine Arme auf die Schulter. Serpentilio? Ja, Diamantas. Durch oft genug als herausragender Magier für Objekte, für magische Objekte dargestellt. Ich würde mich nicht als herausragend bezeichnen. Es ist eher eine Nebenbeschäftigung, eine Leidenschaft, wenn ihr so wollt. Zumindest ja, habt ihr damit bisher gute Dienste geleistet und ich wollte wissen, ob ihr in der Lage seid, auch so etwas wie Geschosse zu verzaubern. Kugeln, Bolzen, aber im größeren Format. In der Tat war ich in der Lage, in jüngster Vergangenheit einige interessante Erkenntnisse zu gewinnen, was das angeht. Ich nehme an, ihr denkt an Munition für eure... Helft mir auf die Sprünge. Für meine Waffen? Nein. Ich denke an Munition, an große Skorpionbolzen. Also, ich habe noch nie ein Auge gesehen, wie in dieser Kugel hier, ich tippe dir mal mit der Fingernagel 2-3 Mal gegen eine Kristallkugel, in das ich nicht sehr gerne reinschießen würde. Ich bin mir sicher, da ließe sich etwas finden. Allerdings müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass eine solche Verzauberung von der Potenz her geringer wäre als die einer normalen kleinen Kugel wie für eure persönliche Waffe. Also, weil Bolzen größer, nicht gleich größerer Effekt? Weil das Material eine gewisse Hemmung besitzt, sich zu verzaubern. Das ergibt aus meiner Perspektive. Ja, gut. Nun, nichtsdestotrotz könnten wir das versuchen. Wie weit schießt ein solches Ding gewöhnlich? Ja, Grenzwert ist ungefähr eine halbe Meile. Ich habe unsere hoch modifiziert. Die schießen ein bisschen rüber hinaus. Nun, mit kann ich euch vielleicht eine ganze geben. Die Reichweite zu erhöhen. Das wäre großartig. Wenn ihr das hinkriegen würdet, wärt ihr ein Meister eures Faches. Kommt zu einem anderen Tag, damit es zu mir. Ja, ich habe viel zu tun. Alles klar. Ihr macht gute Arbeit. Klappt ihr noch 2-3 Mal auf die Schulter und marschiert an ihr vorbei. Blicke ihm irritiert nach, wenn er aus dem Raum geht. Schüttel dann den Kopf und sammle meine eigenen Sachen zusammen. Flamin gibt draußen an Deck den Befehl klar zum Ablegen. Ja, du siehst, wie die Leute schon begierig in den Masten sitzen und nur darauf warten, dass du nach draußen trittst oder auch, dass Silem am Steuer das Kommando gibt. Und so geht dann alles relativ schnell. Die Taue werden gelöst, Planken werden eingezogen und allesamt, so sie dann angetreten sind, starren dir entgegen. Die Segel werden nach unten fallen gelassen. Der erste Wind, der dann reingreift und sie aufbläht. Taue, die wieder angezogen werden. Und so schiebt sich euer neu getauftes Schiff dann doch relativ schnell vom Kuntioma-Hafen nach draußen auf die offene See.
Die Stimmung ist gut. Windstärke seid ihr gerade so bei einer steifen Brise, wenn sie dann reingreift. Das liegt wohl einfach auch an der Jahreszeit. In Kuntium ist es zwar nicht ganz so kalt wie in Gareth oder auch in Festum, aber Hesinde ist auch deutlich schon bemerkbar, sodass dann die kalten schneidenden Temperaturen dich dann auch wohl mit deinem Seidengewand bald wieder nach drinnen zwingen. Aber bevor du nach drinnen trittst, kannst du auch sehen wohl, wie Silem ein kleines Liedchen pfeift. Den Adler, den er dabei hat, oder den Falken lässt er auch steigen, der dann so ein bisschen über dem Schiff kreist, freudig ein bisschen kreischt. Kannst du auch sehen, wie eine Gruppe Efferts-Tümmler direkt neben eurem Schiff euch etwas begleitet. Und du nimmst das natürlich auch mit dem Segen von Esherbith als ein sehr gutes Zeichen. Ja, Zulamin freut sich über die Delfine und sieht auch dem Falken freudig zu, der da neben dem Schiff herfliegt. Sie hat sich Havulgard und Efanora mit aufs Achterkastell genommen und erkundigt sich jetzt bei den beiden. Nun, die Damen, hat eine von euch schon einmal eine Schivone der König Terengar-Klasse befehligt? Nein, habe ich noch nicht. Also ich habe schon viel darüber gelesen, aber das sind ja Schiffe, da segelt ja die horasische Marine mit und ich habe schon viel davon gelesen und gehört und da sind ja auch viele Helden mit dabei gewesen. Und deswegen habe ich mich ja auch darum beworben, dass ich jetzt auch mal mitfahren kann. Nun, dann haben wir drei immerhin etwas gemeinsam. Nun, Havulgard, ihr habt den Befehl, aber bitte seid so gut und erklärt mir, was ihr tut und warum. Ich möchte das Schiff verstehen, wenn ich denn nun schon seine Kapitänin bin. Das wohl. Können wir tun. Ich würde einfach damit beginnen, dass wir, wenn alles läuft, und danach sieht es aus, dass wir die Mannschaft dort oben in den Segeln einmal begrüßen. Das steigert immer die Moral. Von einem Kaplan wird das erwartet. Also dann. Fordert sie dich so ein bisschen heraus und greift, während sie dann hier hinten steht, in die ersten Tau, die dann nach oben führen. Traut ihr euch? Begrüßen? Ihr meint wie hinaufklettern? Wir klettern jetzt nach oben und dann tanzen wir, wie ihr es in euren Raya-Tempeln tut, auf den Hölzern dort oben. Nur runterfallen sollte man nicht. Das Gute ist, dass sie zurzeit noch nicht nass sind, weil es keinen Sturm gibt, sondern nur Wind. Und weil die Gischt noch nicht nach oben gespritzt ist. Später, wenn die rutschig sind, wird das sehr viel anstrengender. Wir klettern von dem einen zum anderen Segel, über die Taue und über die Planken, die dort anliegen. Und nun, schauen uns mal an, wie tüchtig sie denn wirklich sind. Sie sahen gut aus, aber davon überzeuge ich mich gerne selber. Es ist keine Otter, sondern ein größeres Schiff. Ja, ich denke, auch die Mannschaft wird sich erst einmal an das Schiff gewöhnen müssen. Es ist gut, dass ihr da ein Auge darauf habt. Nun gut, wenn ihr meint, dann will ich hoffen, dass ich mich nicht dabei blamiere. Und sie folgt Havulgard und möchte da hochklettern. Also ich kann euch auch helfen beim Klettern, wenn ihr mögt. Dann können wir gemeinsam nach oben klettern. Ich schaff das zwar, aber naja, ich weiß ja nicht, wie gut ihr da seid. Ihr könnt euch in meiner Nähe erhalten, falls etwas schief geht. Was haltet ihr davon? Machen wir so. Okay, dann gib mir mal eine Kletterprobe. Auf deinem eigenen Schiff sollte das ja als Kapitana gut gelingen. Ich brauche nicht mal den Glückssegen. Du brauchst nicht den Glückssegen, nein. Es ist nicht wirklich erschwert. Also ein bisschen Sturm haben wir natürlich, aber ihr legt gerade vom Hafen ab. Bis dann auch, es ist kein Regen oder so etwas, keine Gischt, die jetzt nach oben gespritzt ist. Dementsprechend sollte das Klettern jetzt gar nicht so sehr schwer fallen. Und so stehst du dann auf einem der ersten Masten. Wenn du nach oben blickst, da siehst du noch einen weiteren Masten, der nach oben ragt. Also du könntest noch weiter. Aber wenn du nach unten blickst, also man sollte jetzt nicht runterfallen. Das sind sicherlich von hier aus 5 oder 6 Schritt, die es dann nach unten führt. Kannst du noch sehen, wie die Elefanten wohl unter Deck gebracht worden sind. Aber der Strauch steht da wohl immer noch. Boltax hatte ihn wohl... Irgendwas mit Abelmir. Schnabelmir hat er ihn genannt. Der wird jetzt auch wohl nach und nach nach unten geführt, bockt da wohl aber noch so ein bisschen rum und
kannst dann sehen, wie deine Mannschaft dort unten steht, die Söldner, die ein bisschen feixen, die sich da mit den Bogenschützen unterhalten und ja, die Zimmerleute, die da dort irgendwie fröhlich einige Planken aufbrechen, noch irgendwas ausbessern. Irgendwie einen Befehl werden sie sicherlich bekommen haben, sicherlich irgendwie von Angrosh Minya oder von Lahalkash und ja, kannst du die ersten Recker von Tarilia Butter kennen, wie sie dort wie im Schlaf auf den ja, Holzbalken balancieren. Ja, Zulamin hält sich an dem Mast fest und ist sich der Tiefe unter sich sehr bewusst. Aber naja, sie hat schon anderen Gefahren getrotzt und atmete einmal tief durch und richtet dann den Blick von dem, was da unten vor sich geht, auf Dinge, die auf ihrer Augenhöhe sind. Denn das ist gleich viel weniger beängstigend.